Freunde, wir haben uns heute noch einen Adventskranz gezaubert. Das sind alles so Materialien, die wir so noch liegen hatten. Und wir zeigen euch mal, wie wir das gemacht haben. Bleibt dran, viel Spaß. Wir hatten im letzten Jahr so einen Adventskranz gestaltet mit Fellwolle. Und das war mir jetzt eigentlich zu schade, um wegzumachen. Wir haben jetzt einfach alles das, was wir hier dran geklebt hatten. Letztes Jahr hatten wir eben so kleine Röschen und so eine weißen Kugeln dran. Das habe ich jetzt alles abgemacht. Muss man immer aufpassen, dass man die Wolle nicht beschädigt und wo man sie aufschneidet, dass man da eventuell ein bisschen Kleber wieder hinmacht und das halt wieder ein bisschen zusammenklebt, dass dann diese Wollstückchen hier nicht runterfallen, wenn man den Kranz dann mal irgendwo anders hin macht. Aber wir kleben ja auch wieder andere Sachen drauf und dann muss man das halt dahin kleben, wo man das andere abgeschnitten hat. Aber so kann man den wieder verwenden, wie wir das hier gemacht haben. Das verlinke ich euch, das alte Video, damit ihr sehen könnt, wie das hier ist. Einfach nur drum gewickelte Wolle. Und das ist solche Wolle hier, so ein aus dem Action. So, was ist das? In diesem Jahr soll der so silbergrau und dann rot werden. Dafür habe ich alte Weihnachtssterne, auch wieder von einem alten Gesteck, was wir mal irgendwo hatten, abgemacht und klebt mir dann diese Sterne jetzt da drin. Das ist ja ein Gewaltakt, wa? Ja, da war jetzt irgendwie Draht drin. Jetzt muss man natürlich immer gucken, wo man den hinhaben will. Eigentlich könnte der hier so ran. Sich in Einzelteilen rankleben, das fällt mir alles schon auseinander. Hier erstmal hin. Aus alt noch neu. Ja, upcyclen, bloß nicht so schnell wegwerfen. Nächstes Jahr kann man es immer noch entsorgen oder man nimmt den halt auch mal ein paar Jahre, den Adventskranz. So, da habe ich jetzt lauter alte Teile. Hier sind dann auch mal so Blätter. Kann man dann hier mal mit reinschieben. Irgendwo hier, wo so eine Lücke ist, kann dann mal so ein Blatt mit rein. Auch hier noch mit ankleben wieder. Zack. So, dann habe ich auch noch so kleinere. Da kann man dann jetzt mal schauen, wo man die wieder hinsetzt. Hier wieder so eine Stelle. Müssen wir das immer zurechtschneiden, weil diese olle Draht, die Stelle hier drunter, das muss ab, das ist einfach zu lang. Und das wäre Zange. Ja. Richtiges Werkzeug und das geht gleich viel leichter, stimmt's? Ja. Ich meine, gut, dass man immer so ein Hiwi an der Seite hat, ja. Der eben alles ranholt, ja. Ich habe hier auch noch so ganz kleine. Kann man da auch noch mit hinmachen. Kann man vielleicht reinstecken. Das ist nämlich so ein, wie heißt das, Strohkranz. Und das ist immer schwierig, da aber drin zu stecken. Wenn es drin ist, ist erstmal, dann ist es fest. Aber da aber drin zu kriegen, ist immer so eine Sache. Also doch wieder abschneiden. Du hast die Zeit. So, da können natürlich auch ein paar kleine Tannenzweiglein mit dran. Kann man hier auch alles mit hinsetzen. Ja, dann muss man immer mal gucken, wo man wieder was hinsetzen möchte. Aber eigentlich ist das eine schöne, einfache Sache, so einen alten Kranz wieder aufzuarbeiten. Ich finde es immer schade, wenn das alle gleich entsorgt wird. Bei uns kommt das immer erstmal in den Keller und dann erstmal gucken, ob man da nicht vielleicht doch noch mal wieder was mitmachen kann. Meistens kann man. Das ist so wie mit meinem Holz sammeln beim Spazieren gehen. Ja. Borke, Birke und Stümpfe. Und diesmal der Kranz in Rot. Ja, ich wollte mal dieses Jahr. Ja, ja, du wolltest. Letztes Mal hast du noch mit mir geschimpft, du und dein Rot. Ja, aber der Kranz kann noch diesmal in Rot. Muss ja nicht überall immer rot drauf sein, aber der hier sollte diesmal in diesem schönen Silber, Grau und Rot. Weil ich die Sterne jetzt hier noch über hatte. In Ausreden bist du überhaupt nicht verlegen. Wäre ja schlimm. So, ich habe dann jetzt hier erstmal meine Weihnachtssterne so rangemacht.
Muss man immer noch mal gucken, ob das so bleibt oder nicht. Wenn man noch ein bisschen mehr dran macht, sieht man ja immer noch, ob noch mal irgendwo eine Lücke ist, wo noch was hin. Also die ollen Fäden, da drehe ich mich auf. Das ist ja schon wieder nervenaufreibend. Aber so ist das schon mal ganz niedlich. Und man kann ihn wieder verwenden. Genau, und den können, da passen jetzt auch wieder die Kerzen drauf, die wir im letzten Jahr hatten. Das sieht nämlich richtig cool aus. Diese weißen oder Creme, weiß ist es ja auch nicht richtig, Cremefarben und dann mit diesem Silberglitzer hier unten dran. Die sehen richtig toll aus. Kann man auch wieder solche Kerzen machen. Ist euch eben was aufgefallen? Feenstaub? Nee. Die Kerzen, wenn die letztes Jahr schon drauf waren, sehen die noch ziemlich neu aus. Ja, wir haben immer bloß einen Kranz angemacht. Wir haben so viele gebaut und haben den nicht angesteckt. Der war einfach zu schade, so anstecken. Ja, und so ist es mit den Bäumen auch. Heben wir auf. Wenn die Kinder dann Weihnachten kommen, dann durften die ja alle ja nicht und dann war es nachher auch zu spät für den Kranz. Naja, so haben wir dieses Jahr wenigstens neue Kerzen. Ja, jetzt müsste man sich bloß überlegen, ich habe jetzt hier überall Silber, also müsste ich doch auch silberne Kugeln dran machen und ja keine goldenen. Wie du willst. Ich hätte ja Gold gemacht, aber was ich will, na siehst du, die sind ja so glänzend, also da wirst du ja schon. So, dann haben wir alle möglichen Farbenkugeln, also so ein Grau hier, so ein Glitzergrau. Die schönsten sind die glitzernden, ja? Ja, den Glitzerstern, den setze ich da auch einfach hin. Ist zwar auch schon tausendmal angeklebt gewesen, aber der kommt da auch. Wie nennt sich sowas? Upcycle. Ja. Und jetzt alle bloß noch Reste, die ich hier habe. Von allen möglichen Sachen mal. Aber sieht trotzdem schön aus. Also man kann auch aus Resten irgendwas basteln. Ein guter Bastler schmeißt nichts weg. Ja, erst wenn es wirklich nicht mehr geht. Wenn wirklich nichts mehr zu machen ist. So. Wenn da so viel Kleber dran ist, dass nichts mehr anders zu machen geht. Sieht doch wieder richtig schön aus. Ja, ja. Ich überlege bloß, ob ich noch ein bisschen Grün so ranmachen muss oder wenigstens solche Ilex-Blätterchen hier noch. Na, wenn denn so ein Ilex, oder? Ja, ja. Aber du hast ja da schon welche dran, so eine Tannenzweige, oder nicht? Ja, ich habe damit angefangen und habe dann irgendwann die Ilex-Zweige genommen. Hier ist so ein Stern. Das bleibt ja halt eigentlich Hops wie gesprungen. So, ich denke mal, jetzt ist er einigermaßen fertig. Ich habe jetzt hier eh so einen Tannenzweig dran und nirgendwo weiter. Ein Tannenzweig muss ich dann auch nochmal irgendwo. Oder den anderen abmachen. Oder den anderen abmachen ist wieder so eine Sache. Ach so. Jetzt habe ich ihn richtig rangeklebt hier. Ach so. Oh, das ist es richtig geklebt. So war doch wieder. Also nochmal kann ich den Kranz bestimmt nicht verwenden, weil das jetzt so gut geklebt ist. Ach, dann mache ich hier ab und zu noch so einen Tannenzweig hin. Na, mach mal. Also, der ist doch wohl richtig toll geworden. Mit dem Rot gefällt mir heute richtig gut. Mit dem Silbergrau so ist auch eine coole Variante mal. Passt schön zu dem Fell oder zu der Fellwolle, die ich ausgesucht hatte. Kann man also nochmal verwenden. Bisschen Glitzer ist überall durch dieses Glitzerband, was ich dran habe. Also eine schöne Variante. Wir müssen jetzt dafür einen Platz suchen. So, dann haben wir also doch in allerletzter Minute unseren letzten Adventskranz noch fertig bekommen. Also ich war ganz geschockt, als sie gesagt haben heute im Fernsehen, Wochenende ist schon der erste Advent. Meine Güte, man bereitet sich doch vor und ist trotzdem wieder zu spät. Aber wir brauchen bloß zwei dieses Jahr. Also haben wir gerade noch rechtzeitig geschafft. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und aus Sachen, die man eigentlich so zu Hause hat. Und das durfte ja schneller. Ganz auf die Schnelle, in Schockstarre. Haben wir gerade so geschafft. Ja.